So, hallo Leute, hier ist Podcast von Sven Heidenreich und hier sind bei der Folge 944. Ich mache auch die Fenster zu, keine Sorge. Ja, 944. Ja, und diesen Sound, den habt ihr vor vielen Jahren einmal gehört. Und zwar ist das das Showmotiv MV88. Ja, das habt ihr auch letztens irgendwann schon mal gehört. Irgendwann. Aber ich habe nämlich die Equalizer-Funktion wieder einstellen können. Ja, wie habe ich das jetzt nun gemacht, sagt ihr. Es geht doch mit der App nicht. Also, da ich ja mein iPhone 6 zurückgesetzt habe, habe ich einfach mal gemacht. Viel gebracht hat es nicht. Aber ja, ich habe zurzeit ein Teilproblem mit dem iPhone XS Max, denn ich habe ja die Beta 4 von iOS 18 drauf und es lässt sich oder es ließ sich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt in der Vergangenheit erzählen soll oder in der Gegenwart, denn also zu diesem Zeitpunkt jetzt, also wo ich diese Aufnahme mache, lassen sich Sachen nicht teilen. Das heißt, ja, dann habe ich einfach gesagt, okay, arbeitest du ein bisschen mit dem iPhone 6, vielleicht ist ja dann auch was möglich. Dann habe ich das Ding einfach mal zurückgesetzt, das iPhone 6. Ja, habe aber festgestellt, dass vieles mit dem iPhone 6 einfach nicht mehr geht. Also Podcast hören, ja, geht noch, aber naja, die Anchor-App, also Spotify für Podcaster, wird zwar eine ältere Version runtergeladen, aber ja, sie funktioniert auch nicht mehr auf dem iPhone 6. Das heißt also, groß was mit dem iPhone 6 machen. Funktioniert einfach nicht. Naja, und da habe ich mir aber die Shure Motiv Audio runtergeladen und da hat er mir auch gesagt, oh, alte Version. Es geht nur eine ältere Version. Habe ich gesagt, naja, gut, da habe ich halt auf dem eine alte Version. Und dann habe ich die runtergeladen. Ja, und dann habe ich festgestellt, dass in dieser alten Version auf dem iPhone 6 noch das Bedienfeld des Equalizers war. Naja, dann habe ich mir gedacht, was soll's? Stellst du ihn da ein, dann müsste er das ja irgendwie übernehmen. Dann habe ich auch die Einstellung gespeichert, habe die gleiche Einstellung dann auch in dem anderen iPhone übernommen, sodass jedes Mal, wenn ich das Mikrofon praktisch anschließe, diese Einstellung, also die Höhen voll drin, die Bässe voll drin und alles andere ganz weit unten. Das ist nämlich die Einstellung, die ich liebe. Ja, manche mögen die nicht, aber ich finde die Einstellung eigentlich ganz gut, weil sie einfach ja, schön, die Höhen sind klar, die Bässe sind klar und alles andere. Ich mag diese Einstellung einfach. Jeder hat ja so seinen persönlichen EQ, ne? Und ja, und das hat geklappt. Also ich konnte diese Einstellung dann beim iPhone 10 übernehmen, sozusagen. Und ja, insofern läuft das jetzt. Na, also jetzt kann ich praktisch mit meiner Lieblingseinstellung wieder aufnehmen. Und das finde ich geil. Also da kann man mal sehen, wozu so ein altes iPhone letztendlich noch zu nutzen ist. Also das ist wirklich cool. Ich habe wieder meine schöne alte Einstellung drin und da bin ich stolz drauf. Das ist doch herrlich. Genau. Ja. Und so lasse ich es jetzt auch immer eingestellt. Das heißt, also immer, wenn ich mit dem Show aufnehme, habe ich diese Einstellung drin und fertig. Ja. Zur Feier des Tages mache ich mir einfach wieder mal einen Kaffee. Ja, muss sein. Also heute muss mal ein Kaffee sein. Die ganze Zeit über keinen Kaffee getrunken. Aber jetzt auf den Morgen. Trinke ich jetzt natürlich einen Kaffee. So. Ja, ihr hört die Datei natürlich später. Das heißt also, wenn ihr die Datei hört, dann ist das Problem mit dem Teil natürlich schon längst wieder gelaufen. Ja, das ist ja immer ein bisschen zeitversetzt arbeiten wir hier, aber naja, das machen ja viele so und von daher ist es einfach so, ne? Das Geräusch kennt ihr. Schönes Geräusch. Wenn es eine Zeit lang nicht gehört hat. Senseo Küffelmaschine.
Die Pads riechen auch gut. Riecht schön nach Kaffee, so muss es sein. Ja, es soll noch heute 23 Grad werden, also es wird heute nicht so warm. Finde ich auch sehr, sehr schön. Sehr, sehr erfrischend. Also ich bin auch mit Pullover und Hose, also nicht in kurzen Sachen. Und mir geht's gut. Also mir geht's richtig gut, weil ich diesen Equalizer wieder hingelegt habe. Ja, diese Teilfunktion, wie gesagt, die werde ich noch hinkriegen. Also da muss ich jetzt auf eine neue Beta-Version warten. Aber ja, wie gesagt, wenn ihr das hört, ist das Ganze schon gelaufen. Ich wollte eigentlich nicht vorproduzieren, aber ich muss mal eine Aufnahme machen. Warum nicht? Andere machen das auch, also kann ich das auch machen. So. Ich nehme übrigens mit der Sprachmemo-App auf, also die Aufnahme wird nicht sehr laut, weil ich ja mit dem Equalizer eingreife. Die wird etwas leiser, aber dafür halt satter. Ne? Also für meinen Geschmack jetzt. Also das, wie gesagt, ist ja auch wieder so eine Geschmackssache, aber ich mag diesen Sound einfach. Und also wenn ihr ein altes iPhone 6 noch irgendwo zu liegen habt, macht euch die Shure-App darauf. Und dann werdet ihr auch den Equalizer einstellen können. Dann könnt ihr auch den Equalizer nach eurem, ja, so wie ihr das halt wollt, einstellen. Ja, ist eine schöne Sache. Wer weiß, wie lange das überhaupt noch geht, wie lange man diese alte Version noch benutzen kann. Ich staune ja, dass man die dann auch runterladen kann. Gut, jetzt geht's los. Gut, Maschine läuft. Ja. Was sagst du? Nur so und nicht anders. So. Katze, müsst ihr aus dem Weg gehen? Ist so nass. Das wird meine Mietzeka nass. Mietzeka. Ich nenne es jetzt mal Mietzeka. Mietzeka. Ja, von Mietzekatzen halt. Ne? Ja, alles erledigt soweit so. Die Tasse. Und jetzt mein Handy. Ja, weil ich meine, das Shure-Motiv ist ja ein gutes Mikro. Ne? Und sind wir mal ehrlich, warum soll man es nicht benutzen? Wenn man auch noch Equalizer-mäßig das einstellen kann, dass es halt so klingt, wie es klingt. Also einigermaßen gut, also sage ich jetzt mal, oder anders gesagt, für mich gut. Wie gesagt, was für mich gut ist, muss für den anderen nicht gut sein. Aber ich mag diesen bassigen und hohen Sound einfach. Also gerade wenn ich das über das iPhone höre, dann finde ich es einfach satter, die Aufnahme. Ne? Ja, wie gesagt, sie ist halt etwas leiser, aber naja. Egal. Also diese Aufnahme solltet ihr nicht mit ganz schwachen Laptop-Lautsprechern hören, weil ich glaube, das wird, das könnte zum Problem werden. Also ich glaube, weil die ja etwas leiser ist. Gut, heutzutage sind ja die modernen Laptops so, dass sie auch
ordentlich laut werden, aber gerade bei etwas leiseren Aufnahmen könnte es passieren, dass die Aufnahme nicht genug Volumen hat, aber wobei, wie gesagt, es wird ja auch noch eine Weile dauern. Ich denke mal, vielleicht kommt ja heute sogar die Beta raus, die Beta 5 oder so. Und dann funktioniert das Teilen wieder und dann kann ich die Aufnahme ja auch teilen wieder. Ja, also ich weiß, dass ich das mit den Beta-Versionen nicht nochmal mache. Also es sind zu viele Funktionen, die einfach ausfallen können und da muss man wirklich, wie Sie halt gesagt haben, ein Test-Handy haben. Ich habe ja bloß das eine hier und beim iPhone 6 geht es ja nicht. Also von daher ist es natürlich, ja, werde ich das nochmal nicht machen. Also ich werde dann warten bis September und also nächstes Jahr auf jeden Fall. Nächstes Jahr geht es ja sowieso nicht mehr, weil mein iPhone 10S Max wird ja kein iOS 19 kriegen. Also insofern wird das sowieso alles wegfallen. Und dann ist gut. Ja, dann irgendwann werde ich dann ein neues iPhone haben. Aber das werde ich dann wahrscheinlich nicht mehr zu den Beta-Tests anmelden, weil, wie gesagt, das ist zu unsicher. Ja, wenn dann mal wirklich Funktionen nicht funktionieren, steht man da. Dazu braucht man wirklich noch ein Zweitgerät. Das ist so, ne? Das ist wirklich. Ja. Ja, ihr merkt doch, es ist noch sehr, sehr ruhig. Ja, das Schuhe lasse ich jetzt immer so eingestellt. Und dann ist gut. Dann dürfte eigentlich nichts passieren. Ja, da wäre es natürlich cool, wenn man jetzt ein Mikrofon hätte, wo man das am Mikro direkt einstellen kann. Ne? Sowas so wie Equalizer und ja, so eine Sachen halt. Ne? Das wäre cool. Ja, Markus wird demnächst auch den Zoom testen. Den Zoom H1 Essential. Und ich muss sagen, ich habe das Ding jetzt schon als WhatsApp-Mikrofon gehört, also am PC angeschlossen. Und es war wirklich sehr gut. Das Einzige ist wirklich, man braucht bei dem Zoom H1 Essential wirklich einen Windschutz. Ne? Also das ist auf jeden Fall, anders geht es gar nicht. Ja, ansonsten das iPhone zurücksetzen war gar nicht so schlimm. Ging, aber letztendlich hat es auch nicht viel gebracht. Also letztendlich, weil diese App hier, ich hoffe ja, dass er die nicht aktualisiert nochmal oder so. Das wäre schade, wenn er die Motiv-App doch nochmal aktualisiert, sodass ich nicht mehr an die Einstellungen rankomme. Da muss ich also jetzt aufpassen. Vielleicht nehme ich mir das iPhone nachher auch mal und werde einfach das Internet da deaktivieren. Und ja, so dass ich das im Grunde nur noch als also mit dem, falls ich noch was anders einstellen will, stelle ich es dann mit dem iPhone ein. Aber ich denke mal, den Equalizer will ich ja auch so lassen eigentlich. Ne? Wie gesagt, ich habe es auch als feste Einstellung gespeichert. Und hoffe jetzt natürlich, dass das alles so funktioniert. Vor allem, dass er die Aufnahme macht. Wir hatten ja schon ein paar Mal das Problem, dass gar keine Aufnahme war, dass stumm war. Ne? Das ist ja mit externen Mikrofonen sowieso immer so eine Sache. Beim iPhone-Mikrofon funktioniert das immer alles. Aber sobald man was eine externe Quelle dran hat, ist es halt schwierig.
werde auch nur einen Kaffee trinken, also mehr Kaffee trinke ich nicht. Auf Arbeit werde ich wieder einen Tee trinken. Dann habe ich das so ein bisschen im Gleichgewicht. Also morgens mein Kaffee zum Wachwerden, auf Arbeit dann einen Tee. Das ist ganz gut. Weil den PET-Kaffee vertrage ich immer noch besser als den normalen Bohnenkaffee. Oh, Mieze will zu mir. Was ist los, Mieze? Was ist los? Mieze? Mieze, komm. Na komm. Nö, sie will nicht. Wenn sie nicht will, dann will sie nicht. Ja, also ich bin wirklich froh, dass man das noch einstellen konnte mit dem alten iPhone. Und ich nehme jetzt aber mit dem neuen iPhone auf und das ist ja das Coole, dass die Sache dann übernommen wird, ne? So ist das halt. Na lecker, was los? Ja, du bist der Feine. Ja, so ist das, Leute. So hat man wieder seinen gewohnten Sound. Ne? Na gut, stoppe ich jetzt mal die Aufnahme, sonst wird es zu lang. App Media Aufzeichnungsblatt. Neue Aufnahme 39 Dauer. 18 Minuten. Stoppen. Taste. Dann stoppen wir die Aufnahme mal. Stoppen. Taste. Bis dann. Ciao, ciao.